Fabians Universe. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, ich fahre morgen wieder zurück in meine Wohnung. Ich glaube, ich höre einfach auf, es zu erklären. Wie auch immer, Montag startet das neue Semester für mich. Ich habe ja in meinem letzten Video meine Wohnung ausgemistet und bei mir gehört zum Ausmisten auch immer so Digital Ausmisten dazu. Und vor 20 Minuten bin ich dann auf die Idee gekommen, hey, ich könnte ja auch mal auf Instagram gucken, wem ich noch folge, was ich überhaupt für Bilder in meinem Feed habe. Und zwar habe ich einen privaten Instagram-Account. Und ich hatte mir damals, als ich meinen Kanal, das ist noch nicht so lange her, als ich den Kanal gestartet habe sozusagen, habe ich mir einen Instagram-Account erstellt mit dem Namen. Ich habe mir den Account nämlich eigentlich nur erstellt, um mir den Namen zu saven. Ich möchte halt nicht, dass irgendjemand anderes diesen Account-Namen halt nimmt und dann irgendwie so tut, als ob ich das wäre oder so. Ich habe auf diesen Account nie drauf geguckt. Ich habe generell bei Instagram die meiste Zeit eigentlich die Benachrichtigung generell aus. Ich habe auch bei niemandem irgendwie diese Glocke aktiviert oder irgendwas, weil es keinen Menschen auf Social Media gibt, der mir so wichtig genug ist, dass ich benachrichtigt werden möchte, wenn er was postet. Bin ich dann auf meinen öffentlichen Account quasi draufgegangen und habe dann einfach gesehen, dass mir tatsächlich einige Leute eine DM geschickt haben und mich ja irgendwas gefragt haben oder irgendwas von mir wissen wollten oder irgendwas. Und diese Nachrichten sind logischerweise jetzt teilweise schon 2 Monate, 3 Monate alt, weil ich die halt nicht gesehen habe. Und ich hätte ehrlich gesagt, das klingt jetzt vielleicht dumm, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass mir jemand irgendwie auf diesem Account folgt beziehungsweise mir irgendwas schreibt, wenn ich darauf nicht aktiv bin. So. Jedenfalls habe ich das schlechteste Gewissen auf der ganzen Welt, dass ich diesen Personen nicht geantwortet habe. Ich habe jetzt halt geantwortet, aber ich glaube, 100% von diesen Fragen beziehungsweise irgendwas hat sich wahrscheinlich inzwischen schon geklärt. Ich werde jetzt natürlich in Zukunft öfter mal drauf gucken. Ich glaube, man merkt aber, dass ich auf YouTube in den Kommentaren sehr aktiv bin, weil ich da eine Benachrichtigung kriege, wenn jemand einen Kommentar geschrieben hat und ich dann eben drauf antworten kann. Ich versuche auch immer, so schnell es geht, drauf zu antworten. Ich muss niemanden auf irgendeinen Kommentar antworten oder auf irgendeine Nachricht, aber ich persönlich fühle mich einfach verpflichtet dazu, Leuten, die mir eine Nachricht schreiben, zu antworten, weil ich ihnen weiterhelfen möchte, weil ich in meinem Video weiterhelfen möchte. Und dann kann ich nicht sagen, okay, ich habe zwar ein Video darüber gemacht, aber weiter möchte ich euch nicht helfen. So, wenn ihr irgendwelche persönlichen Fragen oder so habt, wenn ihr wissen wollt, so, hey, meinst du, ich schaffe das und so. Klar, ich kann euch jetzt nicht sagen, yo, ihr schafft das. Ich garantiere euch, dass ihr das schafft. Ich sage eigentlich so gut wie immer, wenn man für das Fach brennt, beziehungsweise wenn man einfach großes Interesse an den Fächern hat, an Naturwissenschaften, an Ernährung, an dem Körper, an Anatomie und so, da wird man in diesem Studium glücklich werden. Das hat dann auch nichts damit zu tun, ob man gut in diesen Fächern ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder so habt, wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt oder so, schreibt es am besten bei YouTube. Wenn euch das zu persönlich ist, dann schreibt einfach auf YouTube so, hey, ich habe dir eine Nachricht geschrieben auf Instagram. Ja, das war so ein kleiner Random Talk. Man könnte meinen, ich muss irgendwie um 7 Uhr oder so aufstehen. Aber es ist 9 Uhr und ich bin so müde. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin auch total verwirrt irgendwie aufgewacht. Ja, jedenfalls ist es jetzt 9.07 Uhr. Ich habe mein erstes Meeting. Mein erstes Online-Meeting um 10.30 Uhr. Und zwar ist es Russisch. Ich habe mich jetzt fertig gemacht und in 20 Minuten ist mein Online-Meeting. Ich räume jetzt erstmal ein bisschen meinen Tisch hier auf, weil ich habe gestern noch Mandala gemalt. Mein erstes Online-Meeting startet in 10 Minuten. Und das Dumme ist diese Woche noch, dass ich bei den Online-Sachen mit Papier mitschreiben muss. Denn mein Laptop ist ja noch in der Reparatur und das wird noch bis Ende dieser Woche ungefähr dauern. Deswegen greifen wir zu meinem allerletzten College-Blog, den ich noch habe. Und ja, mit dem Stift kann ich da auch nicht schreiben. Ich habe auch noch mein Etui irgendwo. Eigentlich steht es ja so fest mit diesem Hybridsemester. Allerdings gab es jetzt noch eine kleine Diskussion in unserer Studiengruppe, dass es ja
ein sehr unnötiges Risiko sei. Vorlesungen, die man locker online abhalten könnte, weil man da keinerlei Interaktion mit dem Dozenten halt hat, dass man die halt in Präsenz stattfinden lässt, das ist für uns alle nicht verständlich. Ich glaube, das war gerade gar kein ganzer Satz. Jedenfalls, wir finden es alle dumm, dass die Vorlesung nicht online abgehalten wird, weil es, wie gesagt, halt einfach ein unnötiges Risiko ist. Bei Seminaren oder Übungen kann man noch drüber reden, aber wirklich bei sowas, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Unser Semester hat sich nochmal in Verbindung gesetzt mit einer Dozentin und auch einer, die irgendwie so verantwortlich ist für Prüfungen und sowas halt. Und die fragt jetzt nochmal einen anderen Dozenten, ob er es wirklich in Präsenz abhalten will oder nicht. Gerade weil auch jetzt anscheinend irgendwie wieder die Zahlen, die in einen Hörsaal dürfen, verringert wurde. Ja, also mein erstes Modul heute wird Russisch sein. Ich kann es auch nicht ganz begreifen. Wir müssen ja 2 ASQs belegen, also allgemeine Schlüsselqualifikationen. Das sind dann Module, wo man in andere Studiengänge so ein bisschen reinstuppern kann. Man kann was mit Jura machen, mit Medien und eben sehr, sehr viel mit Sprachen. Ursprünglich wollten wir in Französisch rein, da sind wir nicht reingekommen, also eine Freundin und ich. Dann wollten wir in Spanisch rein, da haben wir uns aber jetzt für die falsche Gruppe angemeldet, weil unser Stundenplan dann nochmal geändert wurde und es sich dann halt überschnitten hat. Das heißt, da wären wir eigentlich drin gewesen, aber ja, hat jetzt eben nicht gepasst. Dann haben wir uns entschieden, uns einfach bei Russisch anzumelden, weil das so unsere letzte Option war und da sind wir reingekommen. Ich bin echt auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Bin jetzt drin. Kennt ihr das, dass man immer diesem Muted nicht so ganz vertraut? Ich bin zwar gerade muted, aber ich habe echt Angst, dass man mich hört. Direkt gerade nach dem Meeting habe ich eine Freundin angerufen, also die auch in dem Meeting ist. Und da hat meine Schwester mir gerade noch geschrieben, dass sie mich anrufen will. Irgendwie ist diese Schleife viel zu groß. Jedenfalls hat sie jetzt keine Zeit mehr, um Mittag zu essen, weil ich so lange telefoniert habe, dass ich nicht mehr einkaufen gehen konnte. Dass es eigentlich erstmal so eine Vorstellungsrunde war. Dieser Typ ist richtig cool irgendwie. Wir haben erst nächste Woche wieder. Eigentlich hätten wir Mittwoch noch einen Termin gehabt. Und wie es aussieht, ich habe gleich meine erste Präsenzveranstaltung. Ich werde dann auf jeden Fall berichten, wie es war. Und dann mal schauen, ob das vielleicht die letzte Präsenzveranstaltung für dieses Semester war oder wie es weitergehen wird. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich von der Vorlesung zurück bin. Ich bin zurück aus der Uni. Und ich wollte jetzt mal ein bisschen erzählen, wie das heute so ablief. Also wir waren so ungefähr 5 Minuten vorher da, konnten auch schon direkt rein ins Gebäude. Also da war jetzt irgendwie nicht so eine Beschränkung, dass man noch nicht rein darf oder so. Und in den Hörsälen waren dann immer so grüne Häkchen auf den Plätzen, wo man sich hinsetzen durfte, war immer ein Platz frei. Und wir mussten halt die ganze Zeit die Maske aufbehalten so. Am Ende mussten wir uns in eine Liste eintragen, wo wir halt neben unserem Namen unterschreiben, dass wir halt da waren. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Maske liegt oder daran, dass ich lange keine Vorlesung mehr hatte. Also ich habe jetzt 3 Monate Semesterferien gehabt. Aber mir fällt es sehr schwer, mich zu konzentrieren, beziehungsweise ich werde sehr schnell müde. Aber auch diese Vorlesung heute war, über die Hälfte war nur organisatorisches, was für uns nicht relevant war. Da wird es so gemacht, dass die Vorlesung aufgezeichnet wird und auch hochgeladen wird. Und da werde ich dann mal gucken, ob mir dieses Hochgeladene zusagt und dann werde ich da nicht mehr hingehen, sondern halt nur das Hochgeladene mir dann anschauen. Ich muss immer noch einkaufen gehen. Also an sich war halt die Vorlesung okay, aber wie gesagt, ich finde es immer jedes Semester schwierig, wieder reinzukommen in dieses 1,5 Stunden Zuhören. Und ich kann euch ja mal meine Mitschriften zeigen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich ein bisschen an meiner Schrift arbeiten muss. Ich habe jetzt bestimmt schon 4 Monate oder so nicht mehr am iPad irgendwas geschrieben mit der Hand. Und ich finde, man braucht immer so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sehen kann. Aber meine Schrift könnte echt schöner sein. Ich hatte jetzt gerade Lebensmittelchemie. Das hatte ich ja noch gar nicht erzählt. Das habe ich morgen dann nochmal. Und es ging um Zucker. Also ein ganz grober Einstieg. Das hatten wir aber alles schon in Chemie. Da ich noch nicht weiß, ob er die Folien hochlädt, weiß ich auch noch nicht, wie genau ich das nacharbeite. Weil irgendwie hat es sich so angehört, als ob er nur die Aufnahme halt hochlädt und nicht die Folien dazu. Ich glaube, er lädt trotzdem die Folien auch hoch. Aber ja. Also das war schon mein Unitag. Ich hatte 2 Veranstaltungen. Morgen habe ich, kann ich mal auf meinen Stundenplan gucken, auch 2 Veranstaltungen.
Also von 8.30 Uhr bis 10 Uhr und von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but ours are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. Ich bin ja schon seit fast einer Stunde wieder zu Hause. Und ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich zu dem einzigen Modul, was momentan zweimal die Woche in Präsenz ist, nicht mehr hingehen werde, sondern mir halt die Online-Sachen dazu anschauen werde, weil der Dozent die Folien dazu nicht hochlädt und ich sowas hasse. Und wenn ich es mir online angucke, dann habe ich wenigstens die Folien daneben und kann mir irgendwie was abschreiben oder screenshotten oder so. Dann habe ich noch mit einer Freundin was zu essen aus der Mensa geholt und das haben wir hier gegessen. Und jetzt muss ich auch mal anfangen aufzuräumen, man sieht hier noch den Wäscheständer stehen mit meiner Bettwäsche und Handtüchern. Und ich muss noch aufräumen, Abwasch machen und so, denn heute Nachmittag fährt mein Zug. Dann fahre ich nach Hause in die Heimat. Ich war erst noch beim Praktikumsamt kurz, weil ich meine Bescheinigung abholen musste, dass ich das Praktikum gemacht habe und meinen Praktikumsbericht abholen musste. Und dann war ich beim Prüfungsamt und habe halt diesen Schein da in den Briefkasten geschmissen. Hoffe, dass mir jetzt so in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht dann die Leistungspunkte anerkannt werden. Ich mache mir jetzt erstmal Musik an und räume mir dann hier auf. Kennt das noch jemand, wenn man irgendwie gerade so richtig im Saubermach-Mode ist und dann sich einmal kurz hinsetzt und dann komplett die Motivation verliert? Das war gerade ein richtiger Fehler. Ich habe jetzt das Bad geputzt, ich habe den ganzen Abwasch gemacht und mein Bett gemacht und meine Sachen gepackt. Das alles in so ungefähr 50 Minuten. Eigentlich ist es übel lange, ne? Ja, jetzt muss ich nur noch die Küche sauber machen und dann wollte ich eigentlich nochmal alles saugen. Oh, ich habe keine Lust mehr. Aber ich weiß, dass ich mich freuen werde, wenn ich das nächste Mal in meine Wohnung komme und alles schön sauber und aufgeräumt ist. Wow, ist irgendwie richtig weihnachtsmäßig hier. Es ist jetzt schon eine Woche später. Also wir haben schon die zweite Vorlesungswoche und ich wollte das Video noch beenden. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann!